schwarzen Anhalt. Aschersleben war mal eine Hochburg im Voltigiersport. Mehr als 25 Bezirksmeistertitel gingen hierher. Sie waren unter dem weithin bekannten Deckstellenleiter Clemens Jüttner Zweite bei DDR-Meisterschaften im Voltigieren, die Aschersleben. Diese Tradition konnten wir leider nicht aufrechterhalten. Da ist es im Salzlandkreis ein wenig schlecht bestellt, wenn es um das Voltigieren geht. Im Saalekreis, da ist das ein wenig anders. Der ist ja nicht weit weg von uns, der Saalekreis. Und da gibt es seit mehr als 20 Jahren den Pferdehof Schick. Schick, ein Name, der in der Pferdezucht, im Pferdesport eine große Tradition hat. Und Susanne Schick, die Tochter aus diesem Hause, die hat jetzt seit einigen Jahren eine Schaumvoltigiergruppe aufgebaut. Und Sie sehen jetzt die Voltigiergruppe des Reitervereins Schwittersdorf vom Pferdehof Schick. Walzing Waldstrauß und zu Gast bei Emil Waldteufel. Das sind natürlich Walzer, die man zu solch einem Programm spielt. Thank you.
Thank you.
Spaß noch!